Hallo und herzlich willkommen zu Zauberhaftes und Magisches aus Juttas Hexenküche. Ich habe für euch heute wieder ein Wochenorakel für die Zeit von Montag, den 23. Januar, bis einschließlich Sonntag, den 29. Januar. Es gibt die Botschaften der Feen, davon gibt es drei, und es gibt auch eine Pflanzenbotschaft für die kommende Woche, die euch in dieser Woche unterstützen. Mein Name ist Jutta Gebauer. Und ich komme auch gleich zu der ersten Botschaft und zu der ersten Fee. Die erste Karte, die sich gezeigt hat für die kommende Woche, heißt furchtlos voranschreiten. Die Feen bitten dich oder möchten dich daran erinnern, dass es für dich wichtig ist, vorwärts zu gehen, dran zu bleiben. Vielleicht mit einer Herzensangelegenheit. Es gibt etwas, was du vielleicht in die Welt bringen möchtest. Und die Feen erinnern dich daran, bitte geh du in deinem eigenen Tempo. Schau, was dir gut tut und geh in deiner Zeit weiter. Sie unterstützen dich dabei und selbst wenn du mal Angst bekommst oder wenn du dich unwohl fühlst, mach einen kleinen Moment Stopp und bitte die Feen um Rat und sie werden dir helfen, auch deine Ängste beiseite zu legen, weil sie wissen, wie wichtig das ist, einfach wieder vorwärts zu gehen, von Herzen vorwärts zu gehen und all das, was du liebst und das, was dir wichtig ist, auch in die Welt zu bringen. Die Feen erinnern dich daran, furchtlos voranzuschreiten. Die zweite Botschaft für die kommende Woche ist die Karte Entgiftung. Wir befinden uns im Moment noch im abnehmenden Mond und das ist eine Zeit, die sehr gut ist, um Gifte loszulassen, sowohl körperlich als auch gedanklich oder auch Seelenthemen. Die Karte ist sehr schön, wir sehen die Fee in einem See baden. Sie hat einen Schwamm und sie reibt sich ab. Und körperlich können wir das wunderbar unterstützen, wenn wir ein Salzbad nehmen. Ja, ein warmes Salzbad und damit einfach alle Gifte aus unserem Körper, aus unseren Poren auch herauskommen. Und auch ist es wichtig, dass wir Gedankenhygiene vornehmen. Dass wir einfach schauen, welche Gedanken kommen immer wieder. Welche Gedanken tun uns nicht gut und was zieht uns herunter. Und diese Gedanken dürfen auch abgewaschen werden. Sie dürfen ersetzt werden durch neue Sachen, ja. Und ihr werdet sehen, wie leicht ihr euch dann auf einmal fühlt. Und ihr werdet auch sehr sensibel dadurch. Die Feen bitten euch aber trotzdem, wirklich loszulassen, die Gifte vom Körper und auch von der Seele loszulassen, auf dass ihr sie auch besser hören könnt, ja. Denn je klarer unser Körper ist, desto besser können wir natürlich auch die Botschaften aus den geistigen Reichen verstehen. Und die Feen unterstützen uns auch diese Woche, wenn wir Gifte loslassen wollen. Sowohl auf körperlicher Ebene als auch auf seelisch-geistiger Ebene. Die dritte Botschaft kommt von den Feen, das ist auch eine sehr schöne Karte, die bedeutet Sicherheit. Die Feen wollen dir sagen, einfach, dass du sicher bist, geschützt und sicher auf deinem Weg, denn sie begleiten dich und sie sehen auch alle anderen Helfer, die bei dir sind und die den Weg mit dir gehen. Wenn Ängste kommen, stehen sie dir zur Seite. Und sie wollen dir einfach nochmal sagen, du bist geschützt und du bist sicher. Weil sie wissen, wie wichtig das ist, dass du von einem Punkt der Sicherheit aus handelst. Und dann bist du frei, dann kannst du dich frei bewegen und auch für alles einstehen, was dir von Herzen wichtig ist. Das ist die Botschaft der Fee zum Thema Sicherheit. Als Pflanze für diese Woche, für die kommende Woche, hat sich gemeldet die Pflanze der Hirtentäschel. Der Hirtentäschel ist eine ganz kleine Pflanze, die am Wegrand wächst. Ich zeige euch jetzt auch ein Bild aus meinem Buch. Ich hoffe, es kann man ein bisschen erkennen. So eine ganz kleine, zarte Pflanze, die haben eine weiße Blüte obendran. Und zwischendurch seht ihr, gibt es so ganz kleine, herzförmige Samen. Ja. Der Grundidee aus ist der Hirtentäschel eine Pflanze, die den Bluthaushalt reguliert, die auch blutstillend wirkt, die aber auch stoffwechselanregend wirkt und gegen Ablagerungen im Körper wirkt. Und das ist eh diese Woche sehr gut, wenn ihr einfach noch entgiften wollt oder ausleiten wollt, da unterstützt euch auch der Hirtentäschel. Und das ist ein interessanter Name, der Hirtentäschel, weil diese Samen an dieser kleinen Pflanze, die sehen aus wie so kleine Täschchen. Und da gibt es immer mehrere an einer Pflanze. Und die Pflanze hat wirklich auch die Fähigkeit, die Menschen untereinander zu verbinden. Also wenn jeder so vom Herzen aus dabei ist, dann können wir uns sehr gut untereinander verbinden. Und der Hirtentäschel ist eine Pflanze, die uns auch unterstützt, dass wir in Verbindung gehen können mit Menschen, uns auch in Gruppen wohlfühlen können.
Wenn ihr noch mehr zu den Pflanzen erfahren möchtet, zu den heimischen Pflanzen, wie sie euch unterstützen, wie sie euch Hilfe geben, wie ihr auch die innere und äußere Schönheit wieder leben könnt, dann könnt ihr all das in der kleinen Heilpflanzenfibel erfahren. Das ist ein Buch, das ich rausgegeben habe mit einheimischen Pflanzen und wie sie euch unterstützen können, auch während des Jahres. Zu beziehen gibt es die Heilpflanzenfibel unter meiner E-Mail-Adresse jutta.gebauer@web.de. Ihr könnt mich auch gerne telefonisch erreichen unter der 08361 711 9979. Ich wünsche euch eine schöne Woche, viel Spaß mit den Botschaften der Feen, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.